So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Wir waren schon weiter stehen geblieben bei dem Thema. Er fängt schon gleich an zu lachen. So, ich bin immer noch dabei. Ja, er ist immer noch dabei. Tom, aka Shuffle LP. Das hat sich so völlig random ereignet. Wir waren gerade irgendwie am Telefonieren, wegen was anderem. Und dann auf einmal auch, ja, du müsst doch aufnehmen, wie sieht's aus? Bist dabei? Ach ja, bin dabei. Gut. So. Ich glaube mal, die Leute wissen mittlerweile Bescheid. Ja, ist halt so. Okay, man weiß ja nie, das habe ich mal in einer Folge, glaube ich, angesprochen, muss bedenken, es schaut nicht jeder regelmäßig zu. Es ist, bei mir ist es so, ich muss öfters mal viele Sachen erwähnen, was einigen ziemlich auf die Nerven geht, aber es geht halt irgendwie nicht anders. Man muss es immer wieder sagen. Ich glaube, das sind eher Leute, die dazukommen, oder? Was nochmal? Ich glaube, das sind aber eher Leute, die dazukommen. Ich glaube, man schaut nicht den Part und dann lässt man einen aus. Ja, ich glaube, wenn man sich da festsetzt. Doch, es gibt auch viele, die dann nur, es kann sein, dass man nur einmal in der Woche Zeit hat, dann vielleicht mal einen oder anderen Part nachschaut. Ach ja, könnte ich mal einen angucken. Ja, der war ganz gut, noch einer. Nee, jetzt nicht mehr. Es gibt vor allen Dingen so wie du die Struktur führst. Du greifst ja immer wieder folgenübergreifend dann auch spezifische, sehr, sehr hochbegriffene Themen auf. Ja, es ist halt... Ich könnte, selbst als Zuschauer könnte ich mir auch nicht vorstellen, darauf wegzuschalten. Ja, nee, es ist irgendwie so, ich kann verdammt viel reden in dem Moment eigentlich. Wir waren stehen geblieben, um nicht das Thema ganz zu vergessen, bei den Aliens allgemein. Aliens, ja. Ich musste halt aushöhlen, sag ich jetzt mal, das ganze Thema, damit es nicht zu... Ja, okay, ist halt so, fertig, Ende, ohne Begründung. Sondern da muss dann schon eine Begründung mit einfließen. Das Beste wäre, wenn man diese Folge nicht gesehen hat, dass man die letzte gesehen hat, weil da ist dann mehr so die Background-Information mit drin, was vielleicht wichtig wäre, eigentlich schon, das dann jetzt auch wieder zu verstehen und nachzuvollziehen. Wir waren gerade dabei, bei intelligent überhaupt und Universum verteilen, sag ich jetzt mal, dass es eigentlich limitiert ist und dass, ich denke mal, dass sowas wie ein dass es sowas gibt, dass ein Gefüge existiert, dass so ein Lava kompliziert ist. Ich bin gerade am Minen, siehst du ja. System überhaupt möglich ist, dass es schon ziemlich, ich finde, wundersam teilweise schon ist. In irgendeinem Sinne, dass vielleicht ist es, weil der Mensch es nicht begreifen kann, aber ich finde es als wundersam und bin eher zweifelnd daran, dass es noch andere Universen dieser Art gibt. Also es, die Möglichkeit ist möglich, ist halt klar, aber vom rein logischen, gefühlstechnischen Verständnis her, auf das man generell nie vertrauen sollte, weil es von einem Menschen ist, würde ich eher sagen, naja. Ich glaube, dass unser Universum das einzige ist, also im Sinne von Urknall, falls es denn so stattgefunden hat, sich ausgebreitet hat. Aber meinst du nicht, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so gering ist, dass der Urknall nun nicht unbedingt nur bei uns stattgefunden hat? Das kann ja eben genauso eben auch sein, aber das ist jetzt so eine Gefühlssache. Das ist eine Sache, wo man nicht mehr nach Wahrscheinlichkeiten urteilen kann, vielleicht so gar nicht mal nach Wahrscheinlichkeiten urteilen darf, sondern wo schon eher man das doch dann so nach Bauchgefühl betrachten muss, vom logischen Überlegen her, auch wenn logisches Überlegen schwachsinnig ist, weil das sowieso eigentlich keinen Sinn macht, drüber nachzudenken, weil man keinen logischen Begriff dadurch fassen kann. Das ist so eine Sache, die sich so übelst verkettet, sage ich jetzt mal in der Art. Ach ja. Es ist eindeutig wirklich interessant zu überdiskutieren, aber gleichzeitig ist es auch ein Fluch. Wow, Spinne. Ah, sorry, ich bin gerade abgelenkt. Ah. Gleich, ich habe eine Cave Spider, die sich oben über so einen Abgrund hin und her gehangelt hat. Hatten wir die Frage jetzt eigentlich schon beantwortet? Nein, hatten wir eben noch nicht. Ich muss nämlich erst ausholen. Ich kann nicht einfach irgendwas sagen und dann, okay, so ist es halt, fertig. Glaubt's mir oder Ende. Ich muss erst ausholen, so. Und ich glaube deshalb, dass wir noch die einzige, oder das, vom Bauchgefühl sage ich das mal, das einzige Universum ist, so. Puh, gut, dass ich dann halt jetzt irgendwie dann ausbreite in der Art, ne? So, okay, und das ist durch 13 Milliarden Lichtjahre begrenzt. Vielleicht sogar mehr, weil halt mehr hat man noch nicht gemessen. Aber wer weiß, wie weit es sonst noch ist. Vielleicht ist es ja noch größer, kann ich nicht sagen. Jedenfalls, dass es da nach außen eine Begrenzung gibt, nur die so in einem Maße ist, dass es auf keinen Fall von einem Menschen jemals begreifbar sein wird und deshalb als unendlich erachtet wird, obwohl man nie weiß, ob die Grenze tatsächlich im Unendlichen liegt. So, langer Satz. Aber vielleicht beim logischen Nachdenken vielleicht ein bisschen... Ah, noch mehr Spinnen. Ich glaube mal... Also ich denke mal, es gibt fremdes Leben. Ja, nicht intelligentes Leben, aber Leben. Genau, das war auch mein Meinung. Und ich glaube mal, es ist auch genauso eine Frage der Zeit, bis es dann dort dazu kommt, dass sich intelligentes Leben bildet. Man fängt ja auch bei Null an. Man fängt im Wasser an, mit irgendwelchen, sag ich mal so, Einzellern, die sich immer weiter fortentwickeln. Und ich glaube mal,
intelligentes Leben, das könnte sein, dass es das schon gibt, aber wenn es das nicht gibt, dann gibt's das später. Das hört sich interessant an, genau. Und es kommt halt, es sind so viele Bedingungen, die einerseits für den verfügbar sind, aber bedenkt, wie viele Planeten es sind, ist, glaube ich schon, dass es irgendwo sowas in der Art gibt. Natürlich, ich sag mal, die Art der Lebensform wird sehr unterschiedlich sein. Ich glaube aber, dass sich Leben im Sinne von Körperstrukturen, das heißt, wenn du Aliens siehst, dann rennen die nicht entweder als Schleim rum, was ich schon mal ziemlich, naja, okay, nicht sonderlich real finde, aber oder halt so als, so menschenartig. Das heißt auch gliedmaßenmäßig einem Menschen angepasst. Das heißt Körperteile, Oberkörper, Arme, Beine und so in der Art. Das ist halt die Frage, ob das Leben dann auch so aussehen wird. Wenn es denn, ich glaube sogar, dass das gar nicht mal so unrealistisch ist, denn diese Struktur von Leben, wie es sagen wird, mit was ich Gliedmaßen, hat sich ja ereignet, weil es durch die äußeren Einflüsse so geworden ist, dass es einen lebensfähigen Organismus bilden musste. Und das wird sich dann wohl so mehr oder weniger durch verschiedene Bildungen, also Körperbildungen, so die Maße rausgesucht haben, die am optimalsten sind für das Überleben. Und ich glaube, da das auf vielen Planeten wohl so ähnlich sein wird von den Lebensbedingungen her, wird sich das so ein klein wenig angleichen. Das heißt, ich denke mal schon, dass auch irgendein Alien sozusagen Gliedmaßen haben wird, weil es ja auch einen Planeten hat, der eine Atmosphäre wahrscheinlich haben wird, weil es sei denn, es gibt Leben, die auch ohne Sauerstoff funktionieren können, und dann durch die Schwerkraft halt den physischen Einflüssen ausgesetzt wird, ähnlich wie auf der Erde, und deshalb auch eine ähnliche Körperstruktur haben wird, denke ich jedenfalls mal, so vom Gedanken her. Ist das nachvollziehbar? Ja, das ist, nee, das ist schon nachvollziehbar. Gut. Das ist halt die Frage, ob Sauerstoff der einzige Stoff ist, mit dem man wirklich überleben kann. Ja, okay. Weil es gibt vielleicht Stoffe, die wir selber gar nicht kennen aber können. Aber in welchem Maße halt überlebensfähig? Es kann ja auch sein, dass es, wie soll ich sagen, schon andere Stoffe gibt, aber dann muss ein ganz anderes, ein ganz anderer funktionierender Organismus da stehen oder existieren. Jedenfalls auf Sauerstoff basierende Lebewesen, glaube ich, sehen alle so ähnlich aus, dann in dem Fall wie der Mensch, sage ich jetzt mal. Wenn es eine andere Lebensform ist, dann werden in dem Körper auch andere chemische Funktionen ablaufen. Das heißt, theoretisch ist es dann, dann wird es halt wohl auch Sauerstoff. So sein. Ja. Dann kann es sein, dass das auch wiederum ganz anders aussieht. Ja. Obwohl halt von den, kommen wir auf die physischen Sachen an. Dann wird der vielleicht zusätzliche Gliedmaßen haben, die wir so nicht haben. Oder zusätzliche Organe haben, die wir so nicht haben. Ja, doch gar keine Gliedmaßen. Du weißt ja nicht, was es noch für Stoffe gibt. Du weißt ja nicht, ob fest, flüssig, gasförmig, ob das die einzigen Aggregatzustände sind, die es gibt. Na gut, es gibt noch Plasma. Plasma ist dann so eine Teilchensuppe, also, das heißt, alles mit drin ist, also Gas, fest, flüssig, gasförmig. Also, eine Suppe. Also, nee, so, andersrum. Plasma ist dann so, wenn schon die Molekülstrukturen aufgebrochen werden. Das heißt, du hast dann schon nicht mehr die Atome, die im gasförmigen Zustand rumfliegen, also Sauerstoff zum Beispiel, Sauerstoffatome, die in O2 dann vorliegen, sondern die werden dann so zerdrückt, dass die Atome aufbrechen, dass du so eine Teilchenmasse von Protonen und Elektronen hast, aus die schon wiederum die Bausteine sind für die Atome. Okay, so genau hatte ich das jetzt nicht mehr in Erinnerung. Was ist denn ein Plasma-TV? Das ist wiederum dann was anderes. Das kann ich dir auch nicht erklären. Es geht um den physikalischen Aggregatzustand von Plasma. Das war jetzt was ganz anderes wieder. Ja, also ich aber da werden dann so, also ich hoffe, mein Wissen ist richtig. Ich denke jedenfalls mal schon, Physikunterricht habe ich, glaube ich, mal ein bisschen aufgepasst. Jedenfalls, da ist tatsächlich so, dass das teilweise im Universum gibt es das öfters mal so hohe, wenn es wirklich so hohe Temperaturen sind, dass da schon Atome aufgebrochen werden und den Aggregatzustand Plasma einnehmen. Also das gibt es dann schon. Kann ich mir auch irgendwie in gewisser Weise auch vorstellen. Ja. Das ist halt die Frage, ist das wir jetzt was wir jetzt sozusagen schon kennen, ist das alles oder gibt's halt noch irgendwie so eine besondere Stoffart? Nee, das glaube ich nicht, sowieso. Ich sag mal so, von den herkömmlichen Stoffen, die in großem Maße verfügbar sind, denke ich mal schon, dass wir sehr viel auf der Erde eigentlich schon haben. Allein schon von den Möglichkeiten, wie überhaupt Materie existieren kann im Sinne von Anordnung von Protonen, Elektronen, haben wir sämtliche Möglichkeiten schon eigentlich praktisch aufgezeichnet, weil Periodensystem zeichnet alle Elemente auf, die von logischen Bausteinen, wie sie zusammensetzbar überhaupt möglich sind, genommen werden. Elemente, die zu groß werden, das heißt, die weit aus der Skala rausgehen, sind instabil und zerfallen sehr, sehr schnell. Das heißt, ansonsten kann es ja nur noch sowas geben wie Antimaterie oder sowas in der Art, aber da kenne ich mich nicht so aus, weil das auch nicht im Unterricht besprochen wird in der Regel. Also da sind die Fragen noch offen, ob sowas gibt. Wenn es sowas gibt, dann wird es schwer nachweisbar sein. Und wenn es sowas gibt, dann wird man auch nicht künstlich so einfach nachreproduzieren können. Und wenn es sowas gibt, dann
wird es auch irgendwie ewig dauern, bis man überhaupt sowas überhaupt nachweisen kann, dass es überhaupt existiert. Okay, also ich würde sagen, wir kommen mal auf die Anfangsfrage zurück. Ja, da war ich schon dabei. Also Leben, ja genau, um die Frage zu beantworten, weil es wird doch sehr spät dann. Was heißt Folge? Leben? Die Folge ist nämlich schon eigentlich vorbei. Intelligentes Leben, glaube ich, ich bin unsicher. Und ich glaube mal, es ist so, es ist eine Frage der Zeit. Es kommt, entweder ist es schon da oder es wird kommen. Genau, halt die Frage, ob es in dem abgestimmten Radius, der im Moment als überhaupt Raumzeit, wo die Raumzeit überhaupt existiert, also im Sinne des Universums außerhalb, wird wohl kein Raum- und Zeitgefüge sein. Denke ich jedenfalls mal. Dieser kleine Kugel ist schon wieder Diamant. Markiere ich mir mal. Da denke ich, dass normales oder einfaches Leben, ohne dass intelligentes Leben ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Also es gibt auf jeden Fall, denke ich mal, schon Leben. In dem Sinne, einfach von Leben-Sinne. Aber nicht von im Sinne intelligentes Leben, dass Raumschiffe gebaut werden, dass Computer gebaut werden, dass Netzwerke gebaut werden, dass Radarsysteme gebaut werden, ähnliches. Das glaube ich gar nicht mal in unserem begrenzten Radius, selbst wenn es Milliarden von Lichtjahre sind von, keine Ahnung, wie viel Quadrilliarden Planeten, falls die Zahl überhaupt existiert. Jedenfalls, denke ich, dass intelligentes Leben unwahrscheinlich ist. Ich möchte es nicht ganz ausschließen, aber es ist unwahrscheinlich. Das es geht ja darum, du. Es gibt Ja oder Nein. Es gibt kein Ja oder Nein. Ja oder Nein gibt's bei mir nie. Es gibt eine Sichtweise, die ich präsentiere und die in einer gewissen Art und Weise vielleicht nachvollziehbar ist, aber nie wirklich als oder wo man sich dann selbst Gedanken drüber machen muss, aber es wird nie etwas, oder was heißt nie, es gibt selten etwas, oder auch nicht selten, vielleicht, es gibt viele Sachen, wo man Ja oder Nein sagen kann, es gibt auch einige Dinge, wo ich es einfach nicht Ja oder Nein sagen kann, und das ist eine davon. Da muss sich jeder einen eigenen Gedanken drüber machen und überlegen, was man jetzt glaubt oder was nicht. Jedenfalls, dass Aliens auf die Erde marschieren werden, die eine Sonde in den Arsch pflanzen dich mit dem Traktorstein in die Luft beamen, das ist eher unwahrscheinlich. Gut. So. Okay. Das war der Abschlusssatz, der vielleicht ein bisschen Ironie mit ausstrahlt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Let's Play-Folge und tschüss.